wir los. Dann, ja, hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel der TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg. Hier oben begrüße ich selbstverständlich beide Trainer. Und ja, ich würde Sie bitten, Herr Weinzierl, mit Ihrem Statement anzufangen. Ja, Glückwunsch an die TSG zu diesem Sieg. Wir haben Glück gehabt in der ersten Minute bei dem Handtor, haben dann den Führungstreffer erzielt, haben bis zur 30., 40. Minute eigentlich das Spiel mehr oder weniger im Griff gehabt, bekommen zwei Gegentore vor der Halbzeit, was uns wehgetan hat, ein Doppelschlag. Und das war heute auch entscheidend. Da musst du mit einem besseren Ergebnis in die Halbzeitpause gehen. Aber da haben wir zweimal nicht konsequent genug verteidigt. Und zweite Hälfte war mutiger von uns und ausgeglichener auch gestaltet, ohne dass wir eine hundertprozentige Chance uns erarbeiten konnten. Das dritte, ja, ist dann dem Risiko geschuldet, dass wir gegangen sind. Ärgert mich trotzdem. Aber im Großen und Ganzen haben wir heute gegen eine sehr, sehr gute Hoffenheimer Mannschaft verloren. Müssen das Negative aufarbeiten, das Positive mitnehmen und dann geht es nächste Woche wieder weiter. Dankeschön. Vielen Dank. Dann Basti, du mit deinem Statement. Ja, danke für die Glückwünsche. Ja, genau, wir kommen gut rein. Ich denke, wir kommen sogar richtig gut rein. Die Jungs haben direkt losgelegt, machen dann das Tor, das zu Recht nicht gegeben wurde. Haben direkt danach nochmal eine Situation in der Box. Ja, und dann mit der ersten Ecke geraten wir in Rückstand. Trotzdem meine ich, dass wir genau da weitergemacht haben, wo wir davor aufgehört haben. Ich finde, dass wir teilweise sehr, sehr gut Fußball gespielt haben. Was vielleicht noch gefehlt hat im letzten Drittel war, ja, die Situation dann klar auszuspielen, um dann noch klarere Situationen oder klarere Chancen auch zu kreieren. Trotzdem finde ich, dass wir ja eigentlich bis zum Ende der ersten Halbzeit richtig gut gespielt haben. Wir machen noch die zwei Tore, die waren für uns natürlich enorm wichtig, um dann auch das Gefühl des guten Spielens auch in etwas Zählbares umzumünzen. Und ja, ich denke, dass dann auch in der zweiten Halbzeit, gerade in der Anfangsphase, für uns schon die Möglichkeit da war, das Spiel zumindest vorzuentscheiden. Wir hatten drei, vier gute Möglichkeiten, aber nicht die 100%er, ja, weil wir das nicht klar zu Ende gespielt haben. Und ja, und dann ist etwas passiert, was häufig passiert, aber natürlich nicht passieren sollte. Das Spiel wird offener, es wird teilweise ein Schlagabtausch. Wir haben auch die ein oder andere Situation, die wir da ja überstehen müssen. Einmal, glaube ich, auch wirklich glücklich überstanden haben, wo ein Steckpass gerade im letzten Moment noch abgefangen wurde. Sie hatten zwei, drei Situationen in der Box. Wir auch zwar immer wieder und trotzdem, ja, hat mir das nicht gefallen. Da hätten wir, ja, wir haben das Spiel so aus der Hand gegeben, indem wir nicht mehr klar waren. Das waren so 20, 25 Minuten. Ja. Dann haben wir am Ende, denke ich, das dann wieder hinbekommen und machen natürlich das 3-1, was dann sich schon erlösend angefühlt hat. Unterm Strich denke ich schon verdient, sehr verdient und für uns natürlich jetzt wichtig zu wissen, dass wir, ja, dass wir wieder da sind, auch körperlich da sind. Ich glaube, wir haben heute zwei Mannschaften gesehen, die schon in einer richtig guten körperlichen Verfassung sind, die marschieren können und das nehmen wir mit, genauso die drei Punkte und dann geht es weiter. Danke dir. Dann gehen wir in die Fragerunde. Bitte um Handzeichen. Mikrofon kommt von der Seite. Wir fangen hier vorne beim Kicker an. Ja, Herr Hoeneß, angesprochen auf die Tabelle, sprechen Sie ja immer von Momentaufnahmen, aber Platz 3 nach 18 Spielen ist doch sicherlich mehr als das, oder? Es ist immer noch ein Moment, aber natürlich ist es ein Stück weit eine Bestätigung für einen guten Weg, den man eingeschlagen hat. Da mache ich auch überhaupt keinen Hehl draus. Und trotzdem können wir uns nichts kaufen für einen dritten Platz am 18. Spieltag. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, wir sind jetzt gut rausgekommen. Wir wissen, dass wir jetzt wieder ja, irgendwo ganz gut Fußball spielen, dass wir fit sind, dass wir da weitermachen. Und das Gefühl, das ist gut und das nehmen wir mit. Dass es jetzt aufgrund der anderen Spiele so gelaufen ist, dass wir Dritter sind, ist, glaube ich, für Sie spannender als für mich. Für uns wird es jetzt wichtig sein zu wissen, dass wir ja wieder nächste Woche uns sehr, sehr gut vorbereiten müssen auf Union. Machen wir weiter bei Achim Wittig von der RNZ und gehen dann rüber zu Ulrike John von dpa. Ja, Herr Hoeneß, Ilas Bebu strotzt vor Selbstvertrauen, macht auch seine Tore. Bei André Kramaric sieht es ein bisschen anders aus, er hadert ein bisschen mit sich. Woran liegt es? Ist das eine Kopfgeschichte? Und was ist denn erst von der TSG zu erwarten, wenn auch André Kramaric wieder, wie schon so häufig in der Rückrunde, seine alte Torgefährlichkeit wiederfindet? Erstmal zu Ilas. Ja, freut mich total. Jeder, der ihn kennt, weiß, dass das ein super Junge ist, ein ganz, ganz feiner Kerl, ganz ruhiger Zeitgenosse, aber ja, für uns ein total, total wichtiger Spieler.
ja, war immer schon torgefährlich. Jetzt ja, macht er auch wieder die Tore, für uns heute enorm wichtig gewesen. André, ich sehe ihn nicht hadern, um ehrlich zu sein. Natürlich würde er gerne treffen, aber ich sehe jetzt nicht, dass er irgendwie viele Situationen hat, wo er dann aufhört, wo er irgendwie, keine Ahnung, die Hände in die Lüfte streckt und da irgendwie Beistand braucht. Er marschiert, er ist voll dabei, wenn es ums Anlaufen geht. Und alles andere wird mitkommen. Diese Phasen hat André, der jetzt ja auch schon ein paar Jahre dabei ist, schon öfter mal gehabt. Klar, wünsche ich mir auch für ihn, für uns, dass der Knoten bald platzt. Aber davon bin ich auch total, total überzeugt. Und ja, also, ob André, ja, wenn André dann trifft, ja, dann, klar, ist das für uns gut. Und wahrscheinlich sind wir dann noch torgefährlicher. Und trotzdem heißt es dann nicht automatisch, dass wir deswegen irgendwie noch erfolgreicher sind. Aber natürlich hoffe ich, dass der André bald auch Tore macht, weil ich weiß, wie wichtig ihm es auch ist. Dann gehen wir hier in die Mitte, letzte Reihe zum DPA. Herr Hoeneß, die Konkurrenzsituation ist natürlich groß im Kader. Was fehlt einem Spieler wie Sebastian Rudi im Moment, um wieder regelmäßig und viel zu spielen? Nicht viel. Sie haben es genau richtig gesagt. Es ist einfach so, dass wir ja, fit sind, dass die Jungs gut unterwegs sind. Heute habe ich mich für Baumi entschieden, auf der Position, auf der SCB auch eingeplant ist. Auf der linken Seite André. Ja, das sind, glaube ich, schon auch zwei Namen. Aber Sebi wird ein wichtiger Faktor werden. Deswegen, ja, er muss einfach nur weitermachen, trainieren und da sein, wenn er dann gebraucht wird. Und das wird er. Machen wir hier vorne weiter in der ersten Reihe und gehen dann nochmal zur Heilbronner Stimme in die letzte Reihe. Hallo Herr Weinzierl. Sie haben gerade gesagt, das Positive mitnehmen, das Negative aufarbeiten. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Was hat Ihnen heute besonders gut gefallen an Ihrer Mannschaft und was hat überhaupt nicht funktioniert? Ich glaube, dass wir ein sehr intensives Spiel heute gesehen haben und dass wir, wie es Basti sagt, das Tempo gehen können, dass wir eine fitte Herangehensweise heute auch wieder gesehen haben, dass das die Basis war auch in den letzten Wochen für unser Spiel und dass uns das zuversichtlich stimmt, dass wir auch wieder punkten werden. Hier in Hoffenheim zu bestehen ist unheimlich schwer. Ich finde, dass sie eine super Spielanlage haben, dass sie wirklich sehr, sehr gute Einzelspieler haben. Und da haben wir es nach der Führung bis zur Aktion vom 1:1, finde ich, auch ordentlich gemacht. Dann musst du halt besser verteidigen. Und das ist die Konsequenz, die wir brauchen in der Defensive, dass wir die eigenen Ballbesitzphasen da besser gestalten und wir verlieren zweimal eigentlich zu einfach den Ball und das darf uns nicht passieren, das müssen wir besser gestalten. Und so wie wir zweite Halbzeit dann auch den Mut noch an den Tag gelegt haben, das in Verbindung mit mehr Konsequenz in der Offensive, das wird der Weg sein, dass wir ja, genügend Punkte holen, um unser Ziel zu erreichen. Dann bitte nochmal zur Heilbronner Stimme, Florian Huber. Herr Hoeneß, haben Sie sich bei Ihrem Trainerkollegen der Nationalmannschaft von Nigeria schon bedankt, dass er Kevin Akpoguma nicht nominiert hat? Und wie sieht es bei Pavel Kader-Rabek aus? Droht er ein längerer Ausfall? Ich habe die Nummer nicht vom neuen Trainer, daher nicht. Klar, wir sind insbesondere jetzt natürlich besonders froh, aber ich war auch davor schon froh, auch wenn ich weiß, dass es für Akpo wahrscheinlich eine super Geschichte gewesen wäre. Und ja, er dann natürlich auch abgestellt worden wäre. So gesehen ist es direkt heute schon wichtig geworden, dass er hier geblieben ist. Ja, hat, denke ich, direkt auch einen Impact gehabt in der ersten Halbzeit durch einen super Zweikampf, den er führt und die Hereingabe. Ja, und Pavel muss man abwarten. Er meinte, er hat so einen leichten Stich gespürt, konnte aber danach eigentlich noch weiterspielen, aber dann auch gemerkt, so beim Vollsprint hat er noch oder fühlt er sich nicht wohl. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so schlimm ist. Warten wir es ab. Ich denke, morgen wissen wir schon mehr. Dann gehen wir bitte nochmal hier in die zweite Reihe. Herr Weinzierl, Sie haben es selbst angesprochen. Ihre Mannschaft hat sich beim Kreieren von Chancen sehr schwer getan. Außer dem Führungstreffer keine wirklich hundertprozentige. Wo können Sie da konkret ansetzen, gerade mit Blick auf die jetzt schweren Spiele gegen Frankfurt und Leverkusen, damit es besser wird? Ja, stimmt. Aber Basti hat es auch angesprochen, da waren ein, zwei Situationen dabei, wenn der letzte Pass kommt, dann in der einen Situation läuft Pipi ganz alleine aufs Tor. Und das sind die Situationen, wo wir noch kühler den Kopf bewahren müssen und noch klarer werden müssen in der Ballannahme. Und dann entstehen daraus auch Tore. Und da tun wir uns aktuell schwer, aber da arbeiten wir dran, nicht nur seit dieser Woche, sondern schon länger. Und darum geht es im letzten Drittel, da mehr
mehr Präzision an den Tag zu legen und in den Abläufen noch klarer zu werden. Dann stehst du auch besser in der Restverteidigung, bist nicht so konteranfällig. Und auch das dritte Tor zum Beispiel sind einfach Kleinigkeiten, die uns nicht passieren dürfen. Solche Ballverluste tun uns weh, auch wenn es dann das dritte war. Trotzdem ärgert mich das. Und da müssen wir aber klarer werden in den Abläufen und in der Präzision. Kommen wir langsam zum Schluss. Machen hier vorne noch eine Frage, bitte. Ja, Sie haben ihn gerade selbst angesprochen, Pepi. Sie haben ihn ab der 60. Minute gebracht. Wie beurteilen Sie sein Debüt? Und dann noch zwei weitere personelle Fragen. Arne Meyer und Jeffrey Hovoleo mussten ja offenbar verletzt raus. Können Sie da schon was sagen, was da passiert ist? Ja, bei Jeff war ich sehr, sehr froh, dass er überhaupt spielen konnte. Er hat gestern das Abschlusstraining abgebrochen und hat es dann aber jetzt heute wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber dann 10 Minuten im Verschluss angezeigt, dass er müde wird. Und da habe ich vorsichtshalber ihn rausgenommen mit dem letzten Wechsel. Und was waren die anderen zwei Personalien? Arne Meyer hat einen Schlag bekommen. Ist hoffentlich nicht so schlimm. Und bei Pepi, ja, wussten wir, dass er erst 3 Tage da ist, aber er hat es ordentlich gemacht für das, dass er noch nicht mal alle Vornamen kennt, hat er es wirklich ordentlich gemacht. Okay, dann vielen Dank. Wir sehen uns hier wieder beim nächsten Heimspiel. Das ist dann das DFB-Pokalspiel gegen Freiburg, 19. Januar. Da wünschen wir unseren Gästen und natürlich auch Ihnen einen guten Abend, guten Nachhauseweg und ja, ciao.